2. Und jetzt müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir on the play oder draw sein wollen. Ich möchte eigentlich lieber on the draw sein. Glaube ich. Einfach, weil mit dem vielen Removal, das wir haben, können wir das schon ausgleichen, dass wir on the draw sind. Das gibt mir auf jeden Fall. Das haben ja auch schon 2 von unseren 4 Farben. Und ja, die Spellbomb können wir locker auch cyclen. Von dem her. Gegen Weiß sehe ich mögliche Probleme gegen die Fliege einfach, die Weiß hat. Ich glaube, dass ein Cup beispielsweise eine schlimme Karte ist für uns. Ich glaube, hier spiele ich den Chosen vor. Einfach, dass er nicht mit seinem Möhr angreifen kann. Ich glaube, dass Skyhunter Cup und Skyhunter Patrol wirklich gute Karten gegen uns sind. Einfach, weil sie ab einem gewissen Zeitpunkt danach nicht von Spellbomb und Galvanic Blast handelbar sind. Also die Patrol ohnehin nicht und der Cup, sobald er quitt ist. Ja, Dengard ist auch eine ordentliche Ansage. Machen wir uns doch mal auf die Suche nach rotem Mana. Ja. Ja, ich glaube 4 Damage müssen wir hier nehmen und dann als nächstes gibt es dann Detonate Goldmür into die defensiven Möglichkeiten. Ja, Bonesplitter war schon unglaublich gute Karte. Battlegear auch. Ich glaube, wir legen hier mal Fangren Hunter zuerst und falls der Gegner dann equipped, müssen wir die Battle Gear halt detonaten. Und ich glaube, wenn er einfach so angreift, dann machen wir halt den Trade Hunter gegen den Guard. Bolt. Ja, der macht im Moment nicht sonderlich viel. Dann mal so. Ja, und bleib am Defense mit dem Hunter. Weil ich denke, hier in dem Spot muss ich traden gegen die Dengard. Und hoffe, das gelingt mir. Ja, gut. Ist eigentlich krass, wie schnell so ein 2-Drop dann 5-Drop outclassed. Slith. Okay. Das war ein sehr schöner Top-Deck. Ja. Dann greife ich sicherlich an. Ah, ich spiele vielleicht die Archers noch vor. Nicht, dass ich gegen so einen Mid-Combat-Chatter noch einen Mana verliere. Megatalk. Ja, ich glaube, die Karte ist auch ordentlich gut. Dann klatschen wir doch mal alles auf den Tisch, was wir hier haben. Der wäre momentan maximal 9, 10. Ich glaube, wie man das jetzt spielen muss, ist jeweils mit einem Archer zu blocken. Damit er jeweils ein Artefakt opfern muss. Aber ich sehe schon, dass die Karte sehr gut ist gegen uns. Möglicherweise wird das ein Argument sein, den Terror reinzuborden. Die Karte ist nicht sonderlich gut, aber gibt halt dem Artog auch wieder. Plus.
Jetzt, was passiert, wenn ich mit allem blocke? Haben gesagt, 19 wäre das Maximum jetzt mit den beiden Kreaturen. Wäre es dann, wenn er beides außer den Splitter opfert, dann ist das Tier 11, 10. Tötet mir das Board mit einem Hit. Schauen wir mal. Ich meine, blocken muss ich ja, sonst bin ich einfach tot. Die Frage ist, mit was? Wenn ich so blocke, opfert er eines und macht mir immer noch. Ich glaube, man muss mit allem blocken, damit man ihn zwingt, eigentlich zwei Artefakte zu säcken. Und da muss man hoffen, Mirror Golem oder was ähnliches zu ziehen. Die Karte ist ein echtes Problem gegen uns, einfach weil er so riesig ist, dass man ihn kaum handeln kann. Wenn er jetzt hier nicht noch was säckt, dann wäre das nochmal gut gegangen. So glaube ich wirklich. Ne, der reicht leider nicht. Okay. Megatok. Eine unfaire Karte. Okay. Ich meine, Plan A wäre mit den Predatoren ein schnelles Spiel anzustreben. Und Plan B wäre, mit Pewter Golem und Terror eine weitere Farbe zu bringen. Ich glaube, die Chosen sind eigentlich nicht so wahnsinnig gut gegen ihn. Einfach weil er sehr viele farbige Tiere hat. Auch die Archers sind. Er hatte schon auch Artefakte, aber. Ich glaube, auch wenn man die Handschuhe reinnimmt, möchte man möglicherweise sowas machen. Gegen den Megatok haben wir so halt wirklich nicht viel Outs, aber ich glaube, on the play können wir uns das erlauben. Ich glaube, wir probieren das mal so. Vielleicht können wir da wirklich mit dem einen Predator was reißen. Die Hand ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir das dritte Land ziehen. Handkommen müssen wir das dritte Land innerhalb von zwei Drawsteps finden. Ich glaube, mit der neuen maligen Rule schickt man das zurück. Das hingegen ist eine gute Hand. Man kann Predator legen, man hat die Gauntlets, um ihn noch sicher einmal durchzupressen. Hand gibt mir und ich glaube, das wollen wir nicht. Ich glaube, wir sind jetzt auf der Suche nach einem günstigen Removal. Zweiter Predator. Jetzt hoffe ich einfach, dass der Gegner nicht irgendwie Demguard oder so legt. Das wäre halt richtig ätzend. Mehr geht, denke ich. Vielleicht ist die Mühe auch so wichtig, dass er sie nicht hingibt. Okay, er tradet. Ich lege hier noch den nächsten Sliff über der Journey. Okay, das ist schon mal gut. Ich glaube, dann greife ich an und suche mir die Länder. Und hol weiß und blau. Ja, oder soll ich rot holen? Ich glaube, ich hole sogar das zweite rote, einfach falls ich Arxlogger ziehe. Und ich meine, weiß wäre nur für das Schad. So. So. Ja, ich glaube, so ist das gut gespielt. Yeah.
Gibt es irgendwas, was einfach Tekka ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich spiele einfach das Crystal Shard noch vor. Falls dem Slith im Combat irgendwas passieren sollte. Und jetzt halte ich das einfach offen für End of Turn Bounce in meinem Zug Bounce. Ich meine, 4-Drop und 5-Drop kann er schon mal nicht spielen. Und Removal wäre auch gar nicht mal so toll. Die Handschuhe sind auch nicht gar nicht mal so toll im Moment. Aber wir sind ja immer noch in der Hoffnung, dass der Slit das alleine macht. Ich lege es hier mal raus, einfach weil wir Megatok. Ja, ein Fosse. Ja, klar. Gerne wieder zurück auf die Hand. Einfach weil wir bald Lethal sind, auch mit dem zusätzlichen 4 Damage. Ja, ich glaube, der Sideboard-Plan, der hat sich ausgezahlt. Megatok. Auch der muss zurück ins Körbchen. Ja, ich greife hier mal an. Ich meine, möglicherweise blockt er und Sack den Bone Splitter oder so. Ich glaube nicht, dass er das macht, weil das sollte man auch nicht machen, aber man weiß ja nie. Er macht alles richtig, leider. Dennoch den hier zurück auf die Hand. Und ich glaube, wir zerstören ihm noch ein Land einfach, um die Ressourcen ein bisschen zu schmälern. Dann den Chosen hinterher. So. Dann überlegen wir uns, was wir im Spiel 3 machen. Ich glaube, on the draw ist dieser Plan schon nicht mehr so cool. Ich finde den Plan irgendwie verheißungsvoller. Ich glaube, hiervon wollen wir nichts. Das finde ich nach wie vor vertretbar. Die Frage ist, ob man das zweite Journey will. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, man nimmt hier den Chose noch raus. Gibt es eine andere Karte, die wir noch wollen? Oder einfach einer der zwei Drops, vielleicht so. Ich meine, wie sieht denn die Mana Base aus? Ich glaube, wir müssen da sicher zwei. Ich glaube, ich nehme. Ich nehme die Shard raus und das weiße Mana. Probiere irgendwie sowas zu machen. Die sind zwar echt schlecht gegen die Damgard, aber vielleicht 1-1. Einfach, dass wir noch was gegen die Flieger haben. Dann können wir das hier cutten. Schwarz brauchen wir da auch nicht mehr so viel. Nehmen noch zwei Swamps rein. So. Ja, das. Sollte, ja, das sollte hoffentlich reichen. Ich meine, wenn ich wüsste, dass ich einen Forest von oben kriege, dann halte ich die Hand, aber so, das sieht besser aus. Das kippen wir. Und Spellbomb. Ich glaube, die würden wir ohnehin nur cyclen. Da können wir sie gleich runterpacken. Ich meine, wenn wir Mountain ziehen, dann sind wir ohnehin schon glücklich. So sind wir ein bisschen näher am Mountain dran. Okay. Das sind die Draws, in welchen man auch gerne on the play ist, weil einfach Longbow plus Mirror super ist gegen das gegnerische Mirror. Trotzdem, dass man jetzt einfach equipped und das Mühe erschießt und so ein bisschen Zusatzdamage noch in Kauf nimmt. Für den Berserker haben wir dann schon auch die Lösung parat.
Okay, ja, das wird noch einen Moment dauern. Dann hier Bolt und Exile. Er hat auch einen Longbow. Ja, ich glaube, hier greifen wir an und legen Crystal Shard. Das wir jetzt aktiv haben, aber wir können dennoch auch das Mir für Ping-Effekte gebrauchen. Ja, das Crystal Shard ist halt schon wieder wirklich gut. Auch wenn wir nicht mal blaues Mana haben. Gegen den gescrewten Gegner. Der Terror, ja, der macht jetzt gerade nicht so viel. Aber ist egal. Creeping Mode könnte ich jetzt auf dem Land spielen, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich das noch einen Moment halte. Blinding Beam. End of Turn. Das schaut fast so aus, als hätte er irgendein Mirror, das er spielen und equippen will. Was aber immer noch schlecht ist gegen Crystal Shard. Ich bin gespannt. Ja. Wenn ich einen Mana mehr hätte, dann könnte ich die Plains zerstören und dann das Mühe hochgeben. Ich glaube aber, ich equip in dem Moment. Ich könnte auch die Stalking Stones End of Turn aktivieren. Nee, ich glaube, ich equip hier rum. Und wenn er auf meinen Mörder schießt, dann nehme ich es halt zurück auf die Hand. Ich meine, so hat er jetzt einen Blinding Beam für nicht viel gespielt und ich glaube jetzt, wo er immer noch restricted ist on Mana, es ist cool, die Shard offen zu lassen. Ja, gelingt ihm. Können wir seine Mühe wieder pingen und wir sind wieder gleich weit wie vorhin. Außer dass wir jetzt noch einen guten Fetti auf dem Tisch haben. Okay, er kommt langsam mit dem Mana auch vorwärts. Gut ist immer noch, dass das Crystal Shard super ist gegen den Artok. Und dann haben wir ja noch den Terror. Also ich fühle mich noch relativ wohl, aber das kann sich schnell ändern. Okay. Ich frage mich, um was man jetzt noch umspielen muss. Ich glaube nicht, dass er einen Zorn hat, weil sonst hätte er anders gespielt. Ich glaube, eine Mühe legt man noch. Oder nee, ich glaube, man lässt das Mana. Ja, doch. Mühe legt man, behält Crystal Shard Mana offen. Und falls er Zorn hat, raise the Alarm. Ich frage mich, ob man da auch gleich einen bounced. Ich glaube schon. Dann kann er halt wieder den anderen equippen und meine Mühe töten, aber dann wastet er halt einen Zug, währenddem ich ihm dann den Soldaten wieder töten kann. Und angreifen. Ja, ich glaube, wir sind immer noch
um einiges am längeren Hebel. Reinforcer. Ja, ich würde sagen, das ist ein solides Target für den Mold und dann noch für 5 angegriffen. Ja, ich glaube, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Selbst im Zorn würden wir hier gut überleben. Jawohl. Und ab ins Finale.